Ja, es lädt. Okay, also für den Steinzirkel da müssen wir noch ein gutes Stück lang warten. Ah, du packst mal wieder das Zeug da rein. Ja, das nicht. So. Wieder ein Pilz. Wir kriegen langsam wieder Pilze. Du gib mal einen Trank an sie ab. Gib mal ein bisschen Essen an sie ab. Sie kann nämlich noch einiges tragen eigentlich. Eher nicht. Und sie ihr Schild. So, das heißt hier runter. Und ja, er sollte. Pack mal das Horn dahin, so. Also, Schlüssel. Magier-Ding öffnen. Du kriegst den Stab, der verdammt viel wiegt. Wie viel wiegt der Orb? Der wiegt weniger und ist besser. Das Ding ziehst du mal an. Dann kriegst du noch dem seine Hosen. Und eine Mana-Potion für dich. Und hey, das ist eine gute Idee. So, help. Health. Schild, Fackel. Fackel, Fackel. Bisschen sortieren. Iss mal das Brot. So. Du hast noch so ein Ding. Und dann zauber für uns mal bitte Licht. So. Okay, sie haben es ein bisschen geändert. Und wow, das Licht ist hell. Das ist, glaube ich, sogar heller als die Fackel. Früher war es ja ein bisschen anders. Da war das ein bisschen dämmerigeres Licht, der Lichtzauber. Aber er funktioniert gut. Geht er auch so? Fizzle. Okay. So, Giftsumpf. Mit Pilzen, die ich nicht anfassen kann. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, was für Gegner es hier gibt. Da ist so eine Laufkonduit. Was hast du zu sagen? Lass die Felsen nicht kurz fallen vor ihrem Ziel. Oder sowas in der Richtung. Okay. Ich habe ja so eine Ahnung, was das bedeuten soll. Also erst einmal, wir sind in einem Giftsumpf. Und hier ist mal wieder ein Zettel im Baum. Lieber Besucher, wirst du langsam frustriert? Steht ein unbesiegbarer Feind in deinem Weg? Kannst du keine Nägel mit Köpfen machen? F durch meine ganzen Rätsel? Warum gehst du dich da nicht an anderen Orten umsehen für eine und suchst nach neuen Aufgaben? Schau nach, ob es deinen Geist ein bisschen cleart, also deinen Geist befreit. Vielleicht findest du eine Art magische Artefakte, die dich in deinem Quest, in deiner Aufgabe unterstützen. Oder du begegnest einer Bestie, die dir den Kopf abreißt. Ich tippe ja auf Letzteres, der Inselherrscher. Hier liegen mal wieder Steine rum. Von denen haben wir jetzt mittlerweile auch wieder genug. Und eine Fackel. Bringst du hier mehr Helligkeit? Nicht wirklich. Hier ist nichts. Okay, wir könnten wieder durch das Wasser durchgehen und uns da umsehen. Oder ich probiere jetzt erst einmal. Ja, falscher Weg. Dieses Rätsel hier aus, das müsste ja eigentlich
ganz leicht zu machen sein. Au. Oder auch nicht. Genau, das habe ich mir fast schon nämlich gedacht. Dass ich einfach nur im richtigen Moment werfen muss, um hier zu öffnen. Genau, diese Druckplatte nämlich. Und den Stein lasse ich ja brav drauf liegen. Ah, Insekten. Viele Insekten. Au, viele Insekten, die wir nicht treffen. Ja, Hilfe. Okay, jetzt hat er... liegt jetzt ein paar Erfahrungspunkte hinterher, aber das macht nicht so viel aus. Er ist auf jeden Fall tot. Und sie ist irgendwie auf einmal überladen. Muss sie ihn etwas schleppen? Wie viele Erfahrungspunkte hat er jetzt verpennt? Schon ein gutes Stück, oder? 150 Erfahrungspunkte, okay. Ja, ich lade nochmal neu. Auch wenn ich ihn jetzt einfach da hätte wiederbeleben können, aber ich wollte eher nicht darauf warten, dass der Kristall wieder voll wird. Und B, will ich den Sumpf auch erstmal meiden. Also holen wir uns wieder aus der Vault das Magierzeug. So wie immer gehabt. Rezepte können auch da rein. Das Ding kann da runter. Das kann dahin. Und ja, ich wollte denen eigentlich ihre Heiltränke in die Hand geben. So, dir. Und dir. Und du kriegst schon mal dein Schild. Kannst du das Ding haben. Und das Brot essen. Dann gebe ich Fleisch mal ab. So. Nahrung sieht okay aus. Und ja, jetzt ist es ganz schön dunkel hier unten. Ist aber nicht so schlimm. So. Der gute Tarion kann es nämlich jetzt Licht machen. So, du kriegst deine Hose. Okay. Alles soweit gut, ja. Und soll ich euch was sagen? Ich bin, habe jetzt so viel Zeug hier drin. Ich glaube, ich gehe jetzt mal mit dem Hub-Dinger zurück zum Strand. Zu dem anderen blauen Kristall. Dort ist nämlich ja noch eine Truhe, eine leere. Zu der ich jederzeit wieder zurückkehren kann. Und misste da mal aus. Das bedeutet Strand. Ja, es ist dunkel am Strand. Und die Truhe meinte ich. So, was brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr? Schuhe mit Protection. Eine Hose, die nichts bringt. Der ist schon lange nicht mehr stark genug. Genau wie die Machete. Und die Keule, die Keule. Den Stab behalten wir mal, wie den Skull. Ledersachen können wir auch mal da drin behalten. Das kann raus und das kann raus. So, jetzt haben wir wieder etwas mehr Gewicht und etwas mehr Platz. Und du kannst ihm den hier geben, für alle Fälle. So. Dann bist du nicht mehr ganz so voll beladen. So. Sehr schön. Der Kristall da ist übrigens auch deaktiviert.
Ja, Crystal of Life. Ah, gut. Kann das sein, dass es jetzt mittlerweile sowas wie einen globalen Timer gibt für die Kristalle? Das werden wir ja gleich sehen, wenn wir zu dem im Süden gehen. Und ich wollte gerade noch was gucken. Der Wand hier bringt Energie und Willpower. Ja, mehr Willpower ist gar nicht mal so schlecht. Weil ich glaube, das tut auch die, ja, die Energieregeneration erhöhen. Ja, das finde ich sehr gut. So, wir hätten uns eigentlich jetzt hier in diesem Gebiet fertig umgeguckt. Bis auf das Rätsel hier oben. Also ja, hier ist noch eine Truhe zu sehen und hier geht's noch ein Weg. Hey. Ja. Hier lang können wir nicht mehr wegen dem blöden Fliegen. Wir können also nur noch hier lang, hier rein oder in den Sumpf. Und im Sumpf sind auch nur so viele Fliegen, dass ich da erstmal noch nicht lang will. Und ja, ich glaube, es ist wirklich ein globaler Effekt. So, das heißt, der Plan ist, wir speichern hier, gehen dann diesen Weg rum und gehen hier in den Dungeon. Den Bock lassen wir mal. Und den Rest lassen wir auch mal in Ruhe. Hier Atem anhalten, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis wir das können. Vielleicht gibt es ja sogar einen Zauber, dass wir unter Wasser atmen können. So ein Utility-Zauber. Und ja, ansonsten wüsste ich halt nicht. In die Pyramide kommen wir nicht. Wir können uns hier im Wasser umsehen, ob wir irgendwie auf die Insel kommen, was ich auch bezweifle. Also nee, bleibt uns nur der große Dungeon übrig. Und ja, das Schöne am Open World Prinzip. Kampfsteinkreis, Steingolems. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, dass ich da ja nicht drauf vergesse. Hier ist eine Schatzkammer. 3. Also, dass ich noch 3 goldene Schlüssel. Und Ü geht nicht. Soll ich 3 GS hinschreiben? Ne, machen wir einfach. Machen wir einfach nur eine 3 dahinter, dass da noch 3 Sachen sind. Und hier oben. Nein, hier ist eine. Machen wir so mal so eine Notiz hin. Das ist eine Teleport Nexus. So. Gut. Dass das mal vermerkt ist. Das hier haben wir eigentlich schon abgeschlossen. Ah, hier können wir noch platzieren. Elementar Essenzen. Nö. Gebraucht. Lassen wir das einfach mal so. So. Ah, das heißt. Ja, wir gehen wirklich in den Dungeon da rein. Wir könnten auch auf den Friedhof gehen, aber wegen den blöden Insekten, die hier rumstreunen, die vielleicht hoffentlich da drin eingesperrt sind noch. Und ansonsten hätten wir doch die Möglichkeit, die Flinte uns zu holen. Aber gegen so viele Untote bin ich immer noch nicht gewaffnet. Deswegen. Ja, speichern wir jetzt. LP 025.
Speichern. So, und dann gibt es erstmal von mir wieder einen Cut. Also, bis gleich.